Leg doch einfach mal dein Handy weg und lösch die Social Media Apps. Das ist so einfach gesagt, aber sehr schwer getan. Und deswegen habe ich einige Tricks, mich selber auszutricksen, mich selber zu verarschen, damit ich meinen Handykonsum unter Kontrolle habe. Denn klar, wir kennen alle diese Videos mit den schönen Tipps, um unsere Handysucht zu reglementieren. Aber es ist super schwierig, weil die Tipps immer so einfach gesagt sind. Aber es ist schlichtweg nicht so einfach für uns. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Ich lade jede Woche ein neues Video hoch zum Thema Lernen, Schule, Organisation und teile hier meine besten Tipps mit euch. Viel Spaß erstmal beim heutigen Video. Ich bin in der Schule schon viel am iPad, viel am Handy. Ich mache noch Social Media und YouTube nebenbei, bin deswegen viel am Handy. Ich bin eigentlich den ganzen Tag irgendwie am Bildschirm, was echt nicht cool ist. Und ich versuche mich mittlerweile so selbst auszutricksen, um weniger am Bildschirm zu sein. Für mich ist es mega wichtig, morgens nicht im Handy zu sein. Ich möchte morgens nicht reaktiv sein auf Dinge, weil der Morgen bestimmt schon den Tag, und wenn ich morgens auf Dinge reagiere, auf Social Media reagiere, habe ich schon direkt das Mindset, was mir durch Social Media suggeriert wird. Das heißt, wenn ich sofort schlechte Dinge sehe auf Social Media, habe ich den ganzen Tag über diese schlechte Mentalität, was nicht gut ist für mich. Und deswegen möchte ich morgens eher proaktiv sein und nicht reaktiv sein. Daraus resultiert also, dass ich versuche, morgens nicht am Handy zu sein. Und da kommt auch schon mein erster Trick ins Spiel. Ich lade mein Handy nachts nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr komplett voll. Was passiert, wenn ich mein Handy nachts nicht lade? Es ist morgens leer, beziehungsweise morgens hat es nur ganz wenig Akku. Das heißt wiederum, dass ich mein Handy dann morgens auflade, um für den Tag ready zu sein, aber mein Handy morgens nicht mitnehmen kann bei meiner Morgenroutine. Früher habe ich während des Frühstücks, während des Fertigmachens immer YouTube geguckt oder anderweitig auf Social Media rumgescrollt. Das kann ich jetzt aber nicht mehr, weil ich mein Handy morgens lade in meinem Zimmer und es nicht mitnehmen kann. Ich persönlich stehe um 5 Uhr morgens auf und muss um 7 Uhr für das Haus verlassen, weswegen es ganz gut passt mit dem Akku. Falls ihr aber wirklich schnell los müsst oder nicht genug Akku habt, müsst ihr das eben so einstellen, dass ihr zum Beispiel morgens schon 60% oder so habt. Nicht, dass ihr dann wirklich den Tag über nicht überlebt ohne Handy, weil ihr kein Akku mehr habt. Das wäre nicht so schlau. Aber gerade am Wochenende ist dieser Tipp mega, mega gut, da man eben so den ganzen Morgen und Vormittag nicht am Bildschirm hängt. Ich finde generell, dass das Laden des Handys sehr viel bringt, weil ich persönlich immer Angst habe, mein Handy zu benutzen, wenn es lädt. Natürlich könnt ihr auch direkt am Morgen euer Handy auf Flugmodus stellen. Das mache ich auch öfter. Das ist zum einen, dass dich die Benachrichtigungen nicht belästigen. Für mich ist es aber auch so, dass ich oft das Gefühl habe, ich muss erreichbar sein für Freunde, ich muss erreichbar sein für andere wichtige Personen. Aber wenn ich mein Handy auf Flugmodus habe, dann sehen sie ja bei WhatsApp zum Beispiel, dass die Nachricht nicht ankommt. Und dann wissen sie, ich bin gerade beschäftigt, ich kann gerade nicht. Und dann habe ich persönlich immer das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist, dass ich nicht diesen Pressure habe, sofort antworten zu müssen. Dass die Menschen dann nicht denken, dass ich sie gerade ignorieren würde zum Beispiel. Ebenfalls, wie auch gerade schon angesprochen, wichtig sind die Benachrichtigungen. Ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, wo ich meinen Ton mal an hatte. Ich habe ihn immer aus. Eigentlich kam das daher, dass ich in der Schule logischerweise nicht gestört werden wollte. Und wenn man da das Handy anhat, dann zieht der Lehrer das sofort eigentlich immer ein. Kennt ihr bestimmt. Daher habe ich meinen Ton nie an. Und es hat mir auch noch nie geschadet, um ehrlich zu sein. Ich habe meinen Ton immer aus. Und deswegen bin ich auch nicht in der Versuchung, jedes Mal direkt ranzugehen, wenn ich eine Nachricht bekomme, weil ich es oft einfach gar nicht mitbekomme. Lol. Und ich möchte es mir jetzt auch so aneignen, dass immer, wenn ich mein Handy gar nicht dabei habe oder jetzt gar nicht anhabe, zum Beispiel jetzt gerade, ich halt das Video und mein Handy lädt gerade auch wieder neben meinem Bett, mache ich Flugmodus rein, damit die Menschen dann wissen, Lara ist gerade nicht erreichbar, sie macht gerade etwas, und irgendwie gibt es auch so ein gutes Gefühl, dass sie einfach wissen, ich bin nicht die ganze Zeit am Handy. Das mag ich. Dann ergibt es Sinn, Benachrichtigungen weiterhin zu reduzieren und generell Dinge auf dem Handy zu reduzieren. Das ist für mich persönlich vor allem E-Mails und Newsletter bei E-Mails. Ich habe mega viele Newsletter abonniert, also jetzt nicht so Shopping-Sachen, sondern eher andere E-Mail-Newsletter, die zum Beispiel auch wirklich guten Content liefern. Ich habe zum Beispiel von voll vielen YouTubern Newsletter abonniert, wo sie zum Beispiel jeden Tag oder jede Woche ihre Learnings schicken. Und das mag ich mir auch sehr gerne durchlesen, aber ich mache das eigentlich eher konzentriert. Also ich mir zum Beispiel einmal in der Woche Zeit nehme und alles durchlese und ich das so zwischendurch bekomme, weil dann hat man wieder dieses Kontext-Switching, wo man den Kontext ändert, und das ist schwierig für das Gehirn zu greifen. Daher ist die Empfehlung hierbei, erstmal alle Sachen durchzugucken, was möchtest du weiterhin abonniert haben, was möchtest du nicht weiterhin abonniert haben, und die Sachen dann logischerweise deabonnieren. Aber eine weitere Idee ist auch, diese Newsletter dann einer extra E-Mail zu abonnieren. Und in diese E-Mail loggst du dich dann nur einmal die Woche oder alle 3 Tage oder so an
um dir alles anzugucken. Du musst dich ja da gar nicht mal bei dem Handy registriert haben. Das heißt, du kriegst die E-Mails ja nicht sofort als Benachrichtigung, sondern loggst dich zum Beispiel jede Woche einmal auf deinem Laptop darauf an und guckst du dann diese E-Mails durch. Auf meinem Handy habe ich nur eine Homescreen-Seite, wo die wichtigsten Apps für mich drauf sind. Und zu diesen wichtigsten Apps gehören natürlich nicht TikTok, nicht Instagram, nicht Snapchat und keine andere Social-Media-App außer WhatsApp. Das habe ich, oder habe ich WhatsApp überhaupt da unten? Ich glaube, WhatsApp habe ich da auch nicht mal drauf. Ich habe da nur Apps drauf, die mir in meinem Leben weiterhelfen, die ich als produktiv, als relevant und als essentiell empfinde. Ich habe da E-Mail, ich habe da Quizlet zum Vokabellernen. Was habe ich noch? Ich habe meine Uhr, Google Übersetzer, lol. Und einfach Dinge, von denen ich weiß, ich werde sie öfter gebrauchen und finde es auch nicht schlecht, diese Apps zu gebrauchen. Alle anderen Apps habe ich von meinem Homebildschirm gelöscht, dass ich sie zwar noch über die Suche finden kann, aber nicht mehr direkt sehe, wenn ich mein Handy entsperre. Natürlich kommt dazu auch noch generell deine Kontakte und deine gefollowten Accounts zu reduzieren auf Instagram zum Beispiel. Denn wenn wir immer mehr Benachrichtigungen bekommen, immer mehr Sachen auf unserem Feed sehen, wollen wir da auch eher draufbleiben, wenn wir wirklich nur Leuten folgen, die uns vielleicht auch guten Input geben, wie mein Account natürlich. Dann ist das schon mal gleich viel besser. Ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen. Ich heiße LaraEmilyOfficial und poste da in meiner Story jeden Tag einige Tipps für euch, zum Beispiel auch gegen eure Handysucht. Genauso heiße ich auch auf TikTok. Guckt gerne bei beiden Plattformen mal vorbei. Und dann hoffe ich, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss!